Hi Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute machen wir mal einen Dreier-Test der Xplode-Reihe. Und zwar haben wir hier einmal die Burst 9 Schuss, den Gizmo mit 9 Schuss und die Danger mit 9 Schuss. Die Batterien sind auf jeden Fall günstig. Jede kostet 2,50 Euro. Jede hat, wie gesagt, 9 Schuss und 52 Gramm NEM. Gekauft wurden die drei bei der Feuerwerksvitrine und dann würde ich mal sagen, zünden wir alle hintereinander weg und schauen mal, welche von den dreien das Rennen macht sozusagen. Ne? Wer ist besser von den drei? Ich kenne die Effekte überhaupt nicht, habe sie einfach mal bestellt und deswegen würde ich sagen, schöne Kategorie für Batterien unter 5 Euro. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen, wieder ein kleiner Batterietest. Wir haben als erstes die Burst, dann kommt die Gizmo und dann kommt die Danger. So, dann schauen wir mal, welche von den Batterien am besten ist. Was war das denn? Burst war jetzt nicht so mein Fall. Kurz Pause, kommt weiter. So, wir machen gleich mal weiter mit der Gizmo. Glaube ich zumindest, dass die das war. Wenn nicht, wir haben es am Anfang gehört. Ne? Es war leider nur so ein langweiliges Rot. Und die letzte. Gucken, ob die besser ist. Ansonsten hat mir bis jetzt keine gefallen. Ja, Freunde, Endresümee. Mir hat jetzt momentan bei der Runde keine gefallen. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht kaufen sollte. Also sie kosten bloß 2,50 Euro und für das Geld sind sie schon echt gut, muss man sagen. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.